Leute, ich glaube, wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Boah, das ist nicht gut. Gerade hier ist direkt eine Badestelle, ne? Anna, wir haben ein Problem. Dann rufen wir die Polizei. Wir sind hier rübergegangen. Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal zur 26. Woche im Campervan, der hinter mir da unten steht. Ich stehe ja auf einer Fußgängerbrücke. Anna sitzt schon im Auto, wir fahren gleich weiter, denn wir sind gerade in Frankreich auf dem Rückweg nach Deutschland. Ein bisschen sind wir aber noch unterwegs, deswegen kommen ja auch noch Videos vom Reisen, aber hier kommen ohnehin noch weiter Videos am Sonntag. Deswegen, ja, könnt ihr euch darauf schon mal einstellen. Wir haben ein schönes Plätzchen gefunden gestern Abend noch, haben gestern am Sonntag aber nicht mehr gefilmt, denn Sonntag war richtig, richtig stressig für uns. Also wir haben ja das Video hochgeladen und da gab es sämtliche Strapazen, weil es abgebrochen ist, der Upload, und da haben wir ungefähr, ich glaube, 60 Euro für den Upload bezahlt, weil das Datenvolumen leer war. Es war totale Katastrophe. Wir waren irgendwie 3 Stunden auf dem Tankstellenparkplatz, haben uns dann da Raps gemacht und so, einfach um die Zeit zu überbrücken und weil wir übelst Hunger hatten. Letztendlich kam das Video leider zu spät, aber war hoffentlich nicht allzu schlimm. Dieses Video hier wird hoffentlich wieder pünktlich kommen und wir werden jetzt das Auto komplett packen, wobei eigentlich ist es schon gepackt. Wir haben gestern Abend nur noch das Aufsteller hochgemacht und sind in die Koje gekrabbelt. Ja, es ist jetzt morgens um 8. Die Vögel zwitschern sehr, sehr schön. Es ist eine schöne Location hier. Wir sind schon mitten in Frankreich, fahren durchs Inland durch, also nicht mehr an der Küste vermutlich. Und ja, mal gucken, wo wir die Woche hier noch landen. Hoffentlich haben wir diese Woche nicht so viel Pech wie in der letzten Woche. Also drückt dafür schon mal die Daumen. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video und wir sehen uns auf Reisen. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde gefahren, haben es jetzt kurz nach 10 und machen einen Zwischenstopp bei, ja, McDonald's. Das machen wir sehr selten, aber Kaffee ist hier sehr günstig. Anna möchte sich gerne Kaffee holen, kostet irgendwie 1,50 oder 1 Euro nur teilweise. Und wir brauchen ein bisschen Internet, weil unser Internet ist immer noch leer. Heute ist, glaube ich, der 29. Mai oder 30. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist noch Mai und der neue Monat ist noch nicht angebrochen. Deswegen brauchen wir ein bisschen Internet. Wir müssen nämlich gucken, wo wir hinfahren, weil, ja, sonst fahren wir blind hier irgendwo in eine Richtung. Wir haben zwar ungefähr einen Standort Richtung Deutschland eingestellt, haben auch ausgestellt, dass wir Mautstraßen fahren, also fahren mautfrei. Das dauert dann irgendwie, ich glaube, 2-3 Stunden mehr, aber man sieht halt mehr von der Natur, fährt halt irgendwie andere Wege ein bisschen, meistens so 90er oder 110er Strecken. Finde ich ehrlich gesagt angenehmer als die 130er Autobahn, die halt rechts und links überall gleich aussieht und irgendwie langweilig ist, oder? Ja. Jo, genau. Deswegen werden wir jetzt kurz einen Kaffee holen und dann geht's weiter. Also kurzes Päuschen vom Fahren und dann fahren wir heute noch ein Stück. Hey du, alles cool, Kumpel? Bist du gegen die Scheibe geflogen oder was? Oh Mensch, wow, jetzt ist das schon wieder. Hallo Maut und tschüss Maut. Die bezahlen jetzt alle ganz viel Geld und wir nicht. Ja, gerade geendet die Mautstraße. Ah, wir dachten gerade, wir haben einen übelsten Coup gelandet und sind einfach jetzt auf die Mautstraße raufgefahren, aber die Mautstraße hat da geendet und wir fahren jetzt einfach mit denen, die von der Mautstraße kommen, auf der gleichen Autobahn. Interessant. Ja.
Auf dem Herweg, also auf dem Runterweg nach Spanien, sind wir übrigens komplett Mautstraße gefahren. Und ich glaube, wir haben insgesamt 100 Euro ausgegeben für Mautstraße. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich. Ein bisschen mehr, 120 oder irgendwie sowas. Aber wir machen ja sowieso nochmal ein Video, wo wir alles aufschlüsseln, wie viel Geld wir insgesamt ausgegeben haben. Da werden wir sicherlich auch den Punkt Mautstraßen haben. Da bin ich gespannt. Auf dem Rückweg jedenfalls bisher nur über die Grenze von Andorra nach Frankreich. Das ging nicht anders. Da muss man halt durch den Tunnel mit Maut. Ja, und weil wir uns einfach doof angestellt haben. Ja, weil wir einmal, ja, einmal, so, einmal um ins Verfahren müssen 60 Cent für die Mautstraße bezahlen. Naja, egal. So, kurzer Zwischenstopp zum Einkaufen. Wir waren ziemlich lange nicht einkaufen. Wir brauchen vor allem Wasser, aber sicherlich auch ein paar Lebensmittel. Also andere Lebensmittel. Wasser ist auch ein Lebensmittel. Tischtennisplatte, Klassiker. Ja, oder halt Garteneinrichtung kann man natürlich auch kaufen. So, also wir haben tatsächlich eigentlich alles bekommen, was wir wollten. Sogar endlich mal wieder asiatische Nudeln. Hatten wir lange nicht gefunden, leider. Aber jetzt kann es endlich mal wieder ein paar andere Gerichte geben als Wraps. Aber Wraps haben wir auch gekauft, von daher wird es auch wieder Wraps geben. Egal. Ansonsten hat uns ein älterer Herr angesprochen auf Französisch und wir haben halt nur gesagt, wir verstehen kein Französisch. Also haben wir auch Französisch gesagt, das ist somit das Einzige, was wir können. Ein bisschen kann ich es verstehen, aber halt nicht so wirklich sprechen. Wir haben keine Ahnung, was er von uns gewollt hat, aber war ein bisschen unangenehm. Vor allem, weil er es dann immer wieder auf Französisch versucht hat und das, naja, wird ja bei uns dann auch nicht besser. Jo. Ha? Gagnon, Porto. Sorry. Sorry. Grand. 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 Ja, si. Oui. Oui, oui. Barrage. Barrage. Garabi. Garabi. Portugal. Yes. Ah. Au revoir. Au revoir. So, kleiner Zwischenstopp, denn wir haben eine Burg entdeckt. Eine alte Burg, eine Ruine. Und die sieht krass aus. Also zeigen wir euch ein paar Eindrücke. Wir sind selber gespannt. Wir latschen jetzt hoch, wandern eine kleine Wanderung hoch zur alten Burg und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Boah, die ist echt, also beeindruckend. Anna rätselt auch gerade schon, wie sie das damals wohl gebaut haben. Die ist sicherlich 1000 Jahre alt, denke ich mal. Und es ist halt auch cool, dass man hier einfach so hinlaufen kann. Wir sind jetzt 5 Minuten vom Auto hochgelaufen, vielleicht 10 Minuten, aber halt ohne Eintritt zu zahlen. Trotzdem ist alles sauber und
Nee, ist einfach schön. War cool, hier einen Zwischenstopp gemacht zu haben auf jeden Fall. Gut, dass wir hier lang gefahren sind. Wir werden jetzt aber noch mal rüber zur Kirche gehen. Die sieht nämlich auch schon etwas älter aus. Es könnte sein, dass sie aus der gleichen Zeit ist. Ich finde alte Sachen sehr interessant, muss ich sagen. Und du, wie hat es dir gefallen? Ich finde es cool. Ja, ne? Ich glaube, die haben die dünne Spalte, damit die Kugeln bestimmt nicht so eintreffen, oder? Ja, das sind Schießscharten, glaube ich. Ja. Man kann von innen gut rausschießen, aber von außen nicht gut reinschießen. Außerdem haben sie ja keine Fenster gehabt, deswegen lassen sie lieber ganz kleine Schlitze übrig, damit halt nicht so der Wind durchpfeift, vor allem wenn die Burg so hier oben ist. Oh. Hier ist auch bestimmt Schnee im Winter. Viel. Ja, auf jeden Fall. Das war doch Mhm. Es ist halt das Problem, wenn man das Auto nicht ganz einräumt und einem alles entgegenfällt, hat man ja plötzlich ein Loch im Getränk. Lecker. Mhm. Das ist nicht das Hygienischste, glaube ich. Ja, die waren zum Glück alle verpackt. So, das war's jetzt erstmal mit Sightseeing. Wir werden noch ein bisschen fahren heute. Weil wir sind wieder fit. Auch wenn wir heute schon viele, viele Kilometer geschafft haben. Stehen noch irgendwie 600, 700 auf der Uhr Richtung Deutschland. Ist nicht schlimm. Macht irgendwie auch ein bisschen Spaß, sage ich dir ehrlich. Also irgendwie macht es Spaß zu fahren. Wenn man ab und zu mal so Zwischenstopps macht, sich Sachen anguckt, dann ist es cool. Ich hoffe, euch stört es auch nicht, dass wir jetzt so viel rumfahren. Aber davon seht ihr auch nicht viel, von daher passt schon. Ja. Und viele Dashcam-Aufnahmen haben wir auch nicht. Irgendwie passiert nicht so viel, aber egal. Ja, hier fahren die Leute plötzlich ordentlicher. Ja, in Frankreich fahren die Leute ein bisschen ordentlicher, habe ich das Gefühl. Anna hat richtig lecker gekocht. Wir haben nämlich noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Und guckt euch das an. Die gerade gekauften Glasnudeln, naja, was heißt gerade vorhin gekauft, die wurden schon fleißig verwertet. Und es riecht einfach so gut auch nach Erdnuss. Dankeschön. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Guten Appetit. Wieder eine kleine Stärkung, bevor es weitergeht. Lecker, lecker. Und tschüss. Der hat Max in den Po gekniffen. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, hat er. Vielleicht gibst ein bisschen. Du. Also es hat schon gezwickt, aber ich glaube nicht, dass der mit seinen Mini... Nein, vielleicht hat er gebissen. Vielleicht beißen die ja. Vielleicht ist er dagegen gekrabbelt und ich hatte da irgendwie einen Nerv gerade. Genau. An der Oberfläche der Haut hatte Max gerade einen Nerv. Junge, ich finde doch Ohrenkneifer auch nicht cool. Du musst jetzt nicht hier... Ja, aber gerade haben wir wissenschaftlich bewiesen, quasi, dass sie böse Tiere sind und Menschen kneifen. Ich finde das nicht böse. Ich habe mich da in die Natur gesetzt und der hat da sein Zuhause und ich nicht. So, also ist er im Recht. Nur kam er aus unserem Van mit auf unserem... Nein, das war so ein Mini-Ohrenkneifer. Der war viel kleiner als die aus unserem Bus. In unserem Bus haben sich ja schon vermehrt. Ja, aber die sind immer direkt groß. Das sind jetzt die kleinen. Ja, komm, die sind immer direkt groß. Das weißt du genau. Wir haben bisher nur große Ohrenkneifer. Okay. Aber für die Zukunft wissen wir mit Vorsicht. So, Essen ist verspeist und guckt euch mal an, was wir gefunden haben, was wir entdeckt haben. Also auf den ersten Blick sieht das natürlich aus wie ein Bäumchen, aber auf den zweiten Blick, das ist irgendeine Radarstation, irgendeine Antenne oder so. Keine
Ahnung. Also es soll auf jeden Fall nicht von der Luft aus entdeckt werden. Vielleicht weiß jemand von euch, irgendein Spezialist, was das ist hier oder was das, ja, was das mal war. Nee, das ist schon noch im Betrieb. Ja, schreib's mal gerne rein. Wir sind gespannt. Ein Biber. Oder ein Otter. Oder das. Kann ich mir auch nicht entscheiden. Und Reiher drüber. Ich mag die. Freunde, wir haben ein neues Plätzchen für die Nacht. Ihr hört, die Frösche sind laut. Letzte Nacht waren sie allerdings auch laut, deswegen da sind wir schon ein bisschen dran gewöhnt. Aber wir stehen, tada, direkt an einem großen See. Wir sind auch nicht die einzigen Camper hier am See, wir sind die einzigen Camper hier an der Badestelle. Aber da hinten sind relativ viele, auch ein paar Deutsche. Da war ein französischer Camper und wir sind halt bis hinten durchgefahren, stehen jetzt hier ganz alleine. Wahrscheinlich stehen die alle nicht hier, weil die Frösche so laut sind in der Nacht. Ich hoffe, ich kann die morgen nochmal alle auf Video einfangen. Auf jeden Fall versuche ich jetzt erstmal nochmal eine Timelapse zu machen. Eventuell ein bisschen von den Sternen. Mal gucken, ob das klappt. Aber es könnte sein, dass wir die Timelapse früher wieder reinholen. Mal gucken. Egal. Wir werden... Essen wir noch was heute? Chips. Wir essen heute Chips zum Abendbrot. Genau. Und dann gehen wir schlafen. Also viel wird heute nicht mehr passieren. Deswegen sehen wir uns einfach morgen. Mal gucken, ob ich morgen, wie gesagt, ein paar schöne Aufnahmen hier hinkriege von der Natur. Gute Nacht. Bis morgen. Also offensichtlich waren die ganzen Platscher keine Biber oder so, sondern einfach große Karpfen, die entweder sich voll in den Algen verhangen haben oder irgendwelche Revierkämpfe ausgetragen haben, was ich eigentlich nicht glaube, was die machen, aber sehr interessant. Sind teilweise richtig rausgesprungen, rausgepaddelt, haben da richtig rumgeplatscht, als wenn das irgendwie Piranhas in riesig wären, die da gerade an was rumfressen. Richtig, richtig komisch. Also falls irgendein Angler von euch einen Plan hat, was die da gemacht haben, gerne mal in die Kommentare schreiben. Bei uns gibt es jetzt erstmal Frühstück. Und zwar haben wir gestern ein Baguette gekauft, haben hier so ein paar Aufstriche, ein bisschen Avocado und die Fische hören einfach nicht auf. Mit dem, was sie da auch immer machen. Also, ich verstehe es nicht. Das haben die auch die ganze Nacht gemacht und ich dachte echt, das ist irgendein großer Biber, der da weiß ich was macht.
Ganz, ganz komisch. Naja, jedenfalls werden wir es uns gleich schmecken lassen und dann in den Tag starten. Vermutlich werden wir heute, ja doch, wir werden heute wieder weiterfahren, logischerweise. Mal gucken, wohin. Vielleicht mal wieder an den Fluss. Ans Meer geht es übrigens nicht mehr. Wir fahren ja durchs Inland, wie gesagt. Haben wir uns gar nicht richtig verabschiedet vom Meer. Aber irgendwie sind wir dann nicht mehr an der Côte d'Azur lang gekommen. Warum auch immer. Naja, nicht so schlimm. Es sind übrigens unter 20 Grad. Also es ist ein bisschen frischer jetzt. Aber es ist auch bewölkt und naja, noch relativ früh. Also 8:30 oder so. Und um vorm Losfahren auch mal nochmal eine negative Seite hier zu zeigen. Ja, viel Müll liegt hier überall rum. Die Tüte hier stand dort, die war leer. Die füllen wir jetzt noch und dann nehmen wir die einfach mit, damit das wenigstens ein bisschen sauberer wird. Eigentlich ist das hier eine Angelstelle und da sind auch viele Angler. Ist halt schade, weil, guckt euch das mal an hier. Das hängt hier auch einfach so im Baum rum, angekokelt. Also die, keine Ahnung, die haben bewusst hier irgendwie Plastik ins Feuer geschmissen und sowas. Und nicht nur ins Feuer, sondern da am Wasser ist halt auch richtig viel. Aber wenn nicht mal Angler mit den Gewässern gut umgehen hier, dann, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Weil die müssen sich doch eigentlich der Natur bewusst sein. Die wollen ja auch Fische da rausholen aus dem Wasser. Keine Ahnung. So, sicherlich nur der Tropfen auf den heißen Stein, aber ich denke, dass wenn jeder so ein bisschen Müll immer mitnimmt, gerade Camper und so, die an viele Orte kommen, dann kann ein Camper zum Beispiel so 10 Idioten, die den Müll hier hinterlassen, ausgleichen. Und das ist doch eigentlich ganz ermutigend, finde ich. Naja, jetzt sieht es ein bisschen schöner hier aus. Das ist die Hauptsache. Wir packen jetzt alles ein und dann fahren wir los. Wetter ist nicht besonders gut, es könnte auch gleich regnen hier, deswegen hauen wir mal lieber schnell ab. Quack, 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 quack. Ich weiß nicht, ob der Kofferraum richtig zu ist. Nein, ist er nicht. Ich hab dir doch gezeigt, wie das richtig geht. Komm doch mal her. Mach noch mal. Nee, mach du doch noch mal. Hat er bei mir gar nicht funktioniert. Also so. Schmeiß halt einfach zu. Okay, gut. Nein, das war schon auch mit Gefühl. Max, Gefühl. Boom. Ja, man merkt weißlich, dass wir Deutschland, naja, näher kommen, sag ich mal. Ein bisschen geht noch. Nein! Egal. Übrigens, was uns in Spanien und Frankreich aufgefallen ist, was in Deutschland eigentlich nie so ist, dass man den Tankstutzen die ganze Zeit halten muss und nicht einklemmen kann und hängen lassen kann, sondern muss wirklich die ganze Zeit halten. Und wenn man dann so 72 Liter voll macht oder so, das dauert einfach ewig. Das ist echt nicht cool. Sehr gut machst du das hier, deine Belohnung. Danke. Es ist keine Milch drin, müsstest du selber noch reinmachen, aber wir haben einfach Milch. Ja. Endlich mal wieder ein bisschen Durchblick hier gleich. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich komme noch nicht oben ran. Ja, das ist egal. Da muss ich nicht durchgucken. So, wir fahren hier gerade durch ein Dorf durch und wir sind nochmal umgedreht, denn Anna hat da was auf dem Parkplatz erspäht, was wir uns mal so ein bisschen oberflächlich von außen angucken werden. Das ist auf jeden Fall krass, das kann man nochmal sagen. Alter, das ist seitlich auch richtig rausgefahren, ne? Ja. Also das ist ein Anhänger von einem LKW. Und ich weiß nicht, was er dann noch hat, aber der hat auf jeden Fall alles dabei. So, dann kann ich in den Stall. Unter dem Ding. Ja, hinten. Oh, das ist krass. Das ist ein Haus, also wirklich, das ist ein Haus. Und Rosa Cox sind davor. Das ist witzig. Krass. Aber ist das, also ich weiß nicht, das ist jetzt schon irgendwie. Und da sind Camper drin, weil ein Mädchen hat da aus dem anderen Haus geguckt. Krass. Die hat das mal angeschaut und gegrinst. Alter. Also ich sag mal so, die stehen hier auf einem öffentlichen Parkplatz mitten in einem Dorf. Das Ding nimmt jetzt schon ganz schön Platz weg. Oh. Guck, wenn du jetzt nochmal nah vorbeifährst, wenn du links fährst, dann siehst du den Kännchenstall. Rechts vorne. Da drunter. Siehst du? Ja, stimmt. Wow. Oh mein Gott. Naja gut, die werden da komplett drin wohnen. Das ist ja deren Haus. Ich find's trotzdem krass, hier so einen Parkplatz
fast zur Hälfte zu belegen mit einem LKW, weil es war ein normaler LKW und dann noch der LKW-Anhänger zusätzlich. Hm. Also, ja, schon krass, aber okay. Das ist ein Franzose, da hat anscheinend noch keiner was gegen gesagt, sonst würde er nicht hier stehen. Vielleicht steht der hier auch immer, vielleicht ist es so mit der Bürgermeister. Mit dem Bürgermeister abgeklärt oder so. Ja, mit dem Bürgermeister. Der selbst. Wichtig, mit dem Bürgermeister auch immer abklären. So, wir sind gerade mal auf der Suche nach einer Autowaage und sind hier irgendwie in einem Range Rover Carpark gelandet. Also hier werden Range Rover und Land Rover verkauft und so. Was hier rumsteht, ey, das ist wirklich, das ist Offroad. Also da ist ja unser Spielzeug gegen, das kann ich euch immer mal sagen. Ich will den mal an hier. Und mein Favorit persönlich ist ja der hier. Krass, die sehen einfach nur richtig geil aus. Aber guck mal, den da vorne auch. Guckt euch mal die Reifen an, ey. Richtig, richtig cool. So, wir sind jetzt, weiß nicht, ein paar Stunden gefahren, stehen jetzt hier voll im Stau, also Vollsperrung auf der Autobahn. Kurz vorher war ein Reifenplatzer von einem LKW vermutlich. Also so, dass man wirklich auf die linke Spur fahren musste, weil man da nicht hätte lang fahren können. Und ich schätze mal, der LKW, der wird da vorne jetzt auch stehen. Ich hoffe, da ist nichts zu Schlimmes passiert, aber hier kommt gerade Feuerwehr. Rettungsgasse funktioniert gut, aber auch nur, weil vorher schon ein Fahrzeug zum Räumen wahrscheinlich vorbeigekommen ist und die Rettungsgasse schon mal vorgebildet wurde, zum Glück. Mal gucken, ob wir hier auch bald weiterfahren können. Das sieht so aus jedenfalls. Und dann drücken wir einfach mal die Daumen, dass nichts allzu Schlimmes passiert ist da vorne. Also hoffentlich ist das ein Rettungssanitäter oder so, weil das A steht eigentlich für Anfänger in Frankreich, so, glaube ich. Und der ist einfach gerade voll durch die Rettungsgasse geballert. Aber ich nehme an, dass es ein Rettungssanitäter ist, weil so frech ist keiner. Kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem gucken. Als Anfänger macht man sowas eigentlich nicht. Nee. Außer man denkt, okay, oder ich gerade als Anfänger. Ja, oder gerade als Anfänger. Was ist denn hier los? Na, egal. Gucken, wie lange wir jetzt noch hier stehen. Ja. Wir sind eigentlich wirklich direkt hinterm Unfallort. Ja, also hinter uns müsste gar nicht wissen, wie weit sich das schon gestaut hat. Nee. Autobahnen sind heute relativ voll, viele LKWs unterwegs. Ich glaube, die haben Montag Ruhetag in Frankreich, weil gestern war echt wenig LKW-Verkehr. Und eine Waage haben wir übrigens immer noch nicht gefunden. Ich wollte gerne mal das Gesamtgewicht des Autos wissen. Dadurch, dass wir jetzt auch vollgetankt haben, Wassertank voll und so, würde mich mal interessieren, wie schwer das ist. Mhm. Naja, finden wir schon noch vielleicht. Okay. Kurz aufessen. Es geht los, wir standen jetzt über eine Stunde hier. Also Pech, Strähne, geht weiter, aber okay. Kann man nichts machen, gibt Schlimmeres. Mal gucken, wie weit wir kommen, besser gesagt. So, nach noch ein paar Kilometern Strecke stehen wir jetzt hier mitten im Grünen an einem Fluss. Jo, können wir euch gleich noch zeigen. Da ist gerade noch ein Angler mit seinem Auto. Mit dem haben wir schon ein bisschen gequatscht, beziehungsweise naja, versucht, auf Französisch ein bisschen zu kommunizieren. Ihm geht's gut, so viel wissen wir. Ansonsten werden wir, wenn er wegfahrt, uns noch ein bisschen dichter ans Wasser stellen, um einen schöneren Ausblick zu haben. Aber das hat keine Eile. Wir werden jetzt, ja, was machen wir jetzt? Weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir ein bisschen was am PC. Es ist ganz gutes Wetter, nicht sehr gutes Wetter, aber es ist okay. Wir werden aber, denke ich mal, heute sogar noch baden gehen im Fluss. Da hätte ich mal wieder Lust drauf. Der Fluss sieht sehr sauber aus, aber das zeigen wir euch alles noch. Natur ist schön übrigens hier. Wir standen am Feldweg-Eingang noch ein paar Camper, aber wir sind einfach ein bisschen durchgefahren. Brauchte man eigentlich auch ein bisschen Bodenfreiheit, wobei er hat auch nicht so viel Bodenfreiheit. Also ein bisschen Mut, dann geht das auch so. Ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn rechts und links so ausgefahren ist und in der Mitte ist halt der Rasen so hoch, beziehungsweise auch die Erde. Aber ja, hat schon gepasst. Und wenn man langsam fährt, dann kommt man da auch easy hin. Mhm. Nee, ist schön hier. Und wir wissen, es gibt keine Fische, denn er hat noch keine gefangen. Genau, er hat gesagt, no fish. Okay, das hat er auf Englisch gesagt. Ja. Ja, er hat gesehen, dass wir ja. Wir sehen halt auch nicht französisch aus vielleicht. Wir sehen halt aus wie Touris. Ich mit meinen rosa Latschen und Badehose die ganze Zeit an. Oder er hat an deiner Sprache gehört. Hey, nein, an meiner Aussprache kann er es nicht erkannt haben, jedenfalls. Okay. Der Angelkollege ist weggefahren. Irgendwie eine Minute, nachdem wir gerade das Video aufgenommen haben. Deswegen können wir uns jetzt vorne hinstellen. Er meinte, es sollte okay sein über Nacht. Er hat auch einen Camper. Mhm. Die sind in Norwegen unterwegs. Ja. Haben ein bisschen gequatscht. Er konnte ein bisschen Englisch. Und dann hat er uns auch gewarnt, dass wir hier eventuell nicht schwimmen sollten. Ja. In dem Fluss, weil es da so Strudel und Unterströmung und sowas gibt. Ja, wir werden trotzdem einmal reingehen. Kurz, nicht schwimmen machen wir sowieso nicht so oft. Vor allem nicht in Gewässern, die wir nicht kennen. Sondern einfach nur einmal rein. So, zack, abkühlen. Stehhöhe. Fall. Genau. Meint er auch sollte. Ja, das sollte okay gehen. Sein, genau. Ja. Jo, ansonsten parken wir mal um. Dann gucken wir uns den Platz mal an.
Ja. Ja, passt doch, oder? Ja. Très bien. Schön. Sieht echt schön aus. Oh, die Wellen sind cool. Die sind so schön blau. Was machst du? Los geht's. Okay, ich hab sie rein. Tschüss. Hey, nein. Wir stehen hier jetzt gerade bis zur Hüfte im Wasser und hier gibt es ganz, ganz viele kleine Fische und ihr kennt wahrscheinlich, ich weiß nicht, woher kennt man das? Kennt man das aus dem Fernsehen oder gibt es das wirklich in Deutschland, so Filialen? Ich glaube, es gibt wirklich so Filialen. Okay, auf jeden Fall gibt es so eine Art Pediküre, wo Fische die Hornhaut abfressen von den Füßen. Und genau das haben wir hier, nur dass wir dafür kein Geld bezahlen. Das zeigen wir euch mal. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht, da sind ganz viele kleine Fischis. Die sieht man da alle rumschwimmen. Und die fressen jetzt einfach da ein bisschen alte Hautschuppen weg. Das kitzelt ganz schön, aber es ist eigentlich ganz witzig. Das fühlt sich echt witzig an. Eigentlich habe ich meine Hornhaut gerne, dadurch, dass ich so oft Latschen trage und so brauche ich die auch teilweise, denke ich mal. Aber es ist trotzdem ein ganz witziges Gefühl. So, jetzt gehen wir aber mal richtig rein, Anna. Auch wenn wir uns bis jetzt gedrückt haben. Jetzt geht's rein. So, wir waren beide erfolgreich im Wasser und ich habe mir schnell noch eine Angelkarte geholt. Das Coole ist bisher, in Portugal, Spanien und hier kann man das alles online machen. Ich habe jetzt für die Region hier ein und wir werden gleich mal probieren zu angeln. Hier gibt es auch Zander. Wie gesagt, ich würde ja gerne mal einen Zander fangen, aber mal gucken, was zukommt. Vielleicht ein Flussbarsch oder sowas. Wäre auch ganz lecker. Andererseits machen wir heute aber selber Burger Patties, also selber Burger. Deswegen ist heute eigentlich schon Essen geplant. Aber nichtsdestotrotz versuche ich trotzdem mein Glück. Vielleicht essen wir dann morgen Fisch oder so. Wir haben echt lange keinen Fisch mehr gegessen übrigens. Langsam muss mal wieder was gehen hier. Also währenddessen Max jetzt angeln gegangen ist, werde ich jetzt anfangen, Burger vorzubereiten, weil das braucht eine ganze Weile, weil wir diesmal die Burger Patties selber machen. Ich bin gespannt, wie es wird, aber nehme euch mit in der Timelapse. Okay, Angeln war nicht so erfolgreich. Dafür werden die Burger Patties, wie es aussieht, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also sie sehen auf jeden Fall gut aus, muss ich sagen. Mal gucken, ob die auch gut schmecken und ob die auch gut halten. Ansonsten haben wir auch mal wieder ein paar Bratkartoffeln gemacht. Schon Zwiebeln angebraten mit ein bisschen Käse drin. Die anderen roten Zwiebeln liegen bereit. Tomaten liegen auch bereit. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob die hier wirklich was werden. Aber wird schon. Erste Mal Burger selbst gemacht hier. Sind übrigens aus Kidneybohnen, Zwiebeln, Haferflocken, Mehl und ja, noch ein paar Kleinigkeiten, irgendwie Petersilie oder so. Rezept, ihr wisst, wo es das gibt, auf Instagram bei Lange Speisen. Vielleicht auch irgendwann nochmal als PDF, als kleines Reisekochbuch eventuell. Mal gucken, nichts versprochen. Aber jetzt versuchen wir die erstmal in vier gleich große Patties zu formen, beziehungsweise Anna macht das. Und dann braten wir die mal schön an, die Teile. Na, wenn das nicht mal richtig gut aussieht, weiß ich auch nicht mehr. Beilagen sind top. Die Burger Patties sind ganz gut geworden, sind ziemlich stabil gewesen. Mal gucken, wie die schmecken. Du hast auch noch nicht gekostet? Nein. Dann machen wir das jetzt mal. Wir berichten danach. Guten Appetit. Guten Appetit. Und ach ja, lange Reisebesteck dient uns hier zur Hilfe bei den Beilagen. Aber den Burger, den essen wir nicht mit Besteck. Das kommt nicht in die Tüte. Guten Appetit. Anna und ich waren gerade noch mal eine Runde angeln. Ich hatte einen schönen Biss. Leider abgegangen, der Fisch. Wir wissen selber nicht, was es war. Aber wir haben noch vergessen, ein Burger-Fazit zu geben. Wie fandest du die Patties jetzt? Wie geschmeckt? Ich fand sie lecker, aber ein bisschen zu weich. Ja. Also es ist cooler, wenn die Konsistenz härter ist, weil man dann mehr zum Beißen hat. Ja, also von der Konsistenz her wäre es irgendwie besser, wenn man schon ein bisschen Widerstand hat, weil man hat jetzt durchgebissen und einfach, weiß nicht, war ein bisschen matschig so fast. Aber es war trotzdem lecker. Eigentlich kommt es ja nur auf den Geschmack an, aber ein bisschen halt auch auf die Konsistenz. Aber da lassen wir uns noch was einfallen, ne? Ja. Ich werde jetzt nochmal versuchen, hier an unserer Stelle ein bisschen zu angeln. Die Fischaktivitäten steigen, sieht man ja immer im Wasser, wenn da irgendwie was passiert. Ja, ich hätte gerne gewusst, was das für ein Fisch war, der da drüben angebissen hat. Hat sich auf jeden Fall kapital angefühlt. So ähnlich wie der Hecht letztens vom Zug her. Aber war relativ fix wieder ab, deswegen. Leider, naja. Aber wieder auf denselben Blinker übrigens, ne? Das ist jetzt mein Favorite Blinker. Magst du das auch nicht? Darf ich gerne mit der Hand nehmen.
Oh, jetzt gibt's. Oh Mann, oh nein, das ist das Schlimmste, was passieren kann, Freunde. Das ist das Allerschlimmste. Ohrenkneifer oben im Bett. Nein! Max, das ist nicht dein Ernst. Da ist er. Bitte, bitte, hast du ihn? Ja. Ja. Oh nein, nicht mehr. Nicht mehr, nicht mehr. Ist er. Mann, ich sehe auch gar nichts mit dem Licht. Bitte, bitte, such ihn. Ja, ich bin dabei, Anna. Es reicht aber nicht, das Licht. Es reicht einfach nicht. Dass du ein neues Licht hast, ist er über alle, in allen Ritzen des Schlafsacks und hat sie vermehrt. Ich hab ihn. Wirklich? Ja. Soll ich was halten? Was macht der da? Ich versteck mich. Warum chillt der da? Der soll hier nicht chillen. Anna kriegt eine Krise, wenn der hier chillt. Ja. Der frisst da was. Jo, der frisst da einfach Krümel, obwohl ich geputzt hab. Und wie hol ich den jetzt da? Das ist ja. Soll ich den jetzt holen? Ja, keine Ahnung wie. Ja, dann. Ich weiß auch nicht. Ich muss ihm Angst machen, dass er da nicht aufhört zu fressen. Der Sack. Jetzt läuft er da lang. Ja, komm, krabbel hier hoch. Der muss in eine Sacktaste geraten. Dann krabbelt er raus. Ja, guck, sag ich doch. Jetzt habe ich ihn. Okay. Raus mit ihm! Bitte fall ihn nicht wieder. Wie kann ich? Willst du kontrollieren, Anna? Lass ihn einfach fallen. Zack. Oh ja. Okay, komm, wir kontrollieren jetzt alle Ritzen hier. Ah, ich habe einen Zapfgummi gefunden, siehst du? Oh mein Gott, ich dachte, du sagst, hier sind noch mehr. Danke. Guck mal, hat sich doch schon gelohnt hier, der Ohrenkneifer. Hast du's? Verlies nicht nochmal. Was macht der denn hier oben? Da ist noch ein Zapfgummi. Das ist gerade runtergefallen. Ja, hier ist nichts mehr. Okay, dann damit gute Nacht. Ja, gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Außer es kommen noch mehr Ohrenkneifer. Also, hoffentlich nicht. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen von heute Morgen gefallen. Ja, die hat Anna nämlich selber gemacht, während ich noch in der Kohle lag. Ausnahmsweise war ich, weil ich um 7 Uhr hellwach war und dann sah es so schön aus, dann dachte ich, mache ich mal ein paar Aufnahmen. Ja, Max geht jetzt gleich angeln, wie man wahrscheinlich schon sieht. Ich versuche es ja. Und ich werde mir jetzt einen Kaffee machen. Dann mal schauen, was wir heute noch machen. Wir bleiben wahrscheinlich hier stehen. Es ist relativ frisch, also im Gegensatz zu Spanien. Es sind, glaube ich, 12, 13 Grad, oder? Ja, es scheint keine Sonne, war neblig, ist jetzt voll bewölkt. Ja. Ist aber eigentlich ganz schön, auch mal so ein Tag wieder. Mal ein bisschen Abwechslung zwischen 30 Grad und Sonne. Was übrigens morgen wahrscheinlich wird, ne? Wirklich? Ich glaube ja. Okay, also ja, mal schauen, was wir heute machen. So, während ich hier gerade mich abgelenkt habe vom Laptop, indem ich mein voriges Einhandmesser, was wir ja in Spanien gekauft hatten, legal zu führen in Deutschland gemacht habe, indem ich es nicht mehr mit einer Hand öffnen kann, weil dieser Schniepel hier nicht mehr da ist, macht Anna da drüben leckere Wraps. Und zwar diesmal mal ein bisschen grüner,
Ja, wobei, ja, da ist Pesto drin, hier ist jetzt auch wieder Tomatensauce, aber es sind diesmal andere. Und ja, wir haben ja in letzter Zeit noch nicht so viel Wraps gegessen, ne? Deswegen kann man schon mal... Nein, es ist ja was anderes. Also es ist schon ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall. Und zum Frühstück hatten wir ja nur ein bisschen Cornflakes, deswegen können wir jetzt durchaus um 13.30 Uhr schon wieder was essen, finde ich. Ja. Oder? Ja. Ja. Ansonsten haben wir uns überlegt, dass wir vermutlich heute noch hier stehen... Oh, verbrannt wieder. Ja. Alles gut? Dass wir vermutlich heute noch hier stehen bleiben werden, weil der Platz einfach sehr, sehr schön ist und es, bis auf die Züge, die vorbeifahren, ab und zu sehr still hier ist. Und wir nicht wissen, ob wir, naja, jetzt auf unserer Strecke nach Deutschland nochmal so einen schönen Platz finden. Das weiß man immer vorher nicht. Wahrscheinlich findet man immer irgendwas, aber gerade die letzten Tage haben wir doch vermehrt gesucht, was wir gar nicht gesagt haben. Wir sind teilweise reingefahren und dann waren da plötzlich Steine auf dem Weg, also große hingelegte Steine, dass man da eben nicht mehr hinfahren kann. Ja, ist ein bisschen schwieriger als gedacht, vor allem, weil wir jetzt im Inland sind. Ich dachte immer, im Inland ist es ein bisschen einfacher als an der Küste, aber es wird komplizierter. Und in Deutschland bin ich auch mal gespannt, weil da ist es ja noch ein Stück komplizierter, aber das werden wir dann alles später sehen. Also jetzt gibt es erstmal kurz Essen. Und dann gucken wir, was wir heute noch so machen. Heute Abend werde ich nochmal die Angel reinschmeißen. Ich war ja auch vorhin schon mal ein bisschen angeln, aber leider ohne Erfolg. Auch mit Wobbler, mit Gummifisch. Ich habe viel probiert. Es soll wohl einfach gerade nicht sein. Wobei gestern hat ja einer gebissen, immerhin ein kleiner Lichtblick. Vielleicht hätte ich es dann noch heute gar nicht mehr probiert, ehrlich gesagt. So, nachdem ich jetzt Maxi Haare geschnitten habe und Maxi auch selber, zeige ich euch mal, wie es im Bus aussieht, weil der ist komplett unaufgeräumt. Also man muss wirklich jedes Mal, nachdem man kocht oder irgendeine Aktion macht, den ganzen Van wieder aufräumen, sonst sieht es katastrophal aus. Wir machen auch immer, jedes Mal bevor wir losfahren, räumen wir alles nochmal auf und putzen ein bisschen durch, weil sonst passiert sowas. Also es geht noch, auf dem Boden liegt jetzt nicht so viel, das sah schon schlimmer mal aus. Aber da liegt noch ein Handtuch vom Baden, Max Hose, Müsli noch von heute Morgen, Sachen vom Wraps kochen, Max Laptop, weil schneiden geht ja immer und ganz viel Essensreste und ja, so sieht's dann mal aus. Das werde ich jetzt mal probieren zu beseitigen. Größtenteils, weil heute Abend werden wir ja schon wieder kochen, deswegen werde ich das nicht komplett wegräumen. So. Also sind fertig mit dem Aufräumen und ja, also ist jetzt nicht komplett aufgeräumt, hier ist schon noch unordentlich und da ist Max' Zeug, aber halt besser als vorher. Und jetzt können wir dann gleich, nachdem wir ein bisschen geschnitten haben, anfangen zu kochen und man fühlt sich auf jeden Fall wohler. Ja, es macht, also es ist krass, was es ausmacht, ne? Im Endeffekt, es ist nicht viel, was man immer aufräumen muss, ja. Aber man muss oft aufräumen. Es dauert auch nicht lange, aber es macht halt immer einen krassen Unterschied. Ja, und es geht echt schnell. Deswegen finde ich, macht es auch irgendwo Spaß. Ja. Also man macht es einfach schnell. Man denkt sich, okay, jetzt räume ich kurz auf und dann ist 2 Minuten später oder 5 Minuten später alles sauber. Ja. Aber du bist auch Profi. Ich bin Profi. Ja. Kommt alle aus dem Haus, die Welt sieht wie verpudert aus. Es hat bis unten gut gerochen. Krass. Es gibt Quinoa. Womit? Vielstark. Mit allem. Mit allem, was wir haben. Das
Sehr cool. Meine Füße sind leider noch ein bisschen nass. Wollen wir vielleicht draußen essen? Alles gut, er ist ja allein. Ja, wir können draußen essen. Das sieht richtig, richtig lecker aus. Sehr schön. Das riecht so gut. Oh, riecht wie... Meine Nase läuft schon, weil ich Suppe, mit Chili Suppe wieder in die Nase geschmiert habe. Und es auch echt scharf ist. Ja. Ich bin gespannt. Sieht gar nicht so scharf aus, aber wenn du sagst, es ist scharf, dann wird es auch scharf sein. Dann guten Appetit. Guten. Anna hier hat was gequalmt. Gar nicht. Heute gibt es mal wieder Wraps zum Frühstück. Uhu. Die sind doch gut aus. Also ich sag mal so, nach der Reise haben wir uns aber satt gefressen an Wraps, würde ich mal behaupten, oder? Mal schauen. Meinst du? Bin gespannt. Noch geht's, ehrlich gesagt. Ja. Und Burger passen auch noch rein. ihr seht, es regnet und hat auch stellenweise gewittert, ist aber ehrlich gesagt sehr gemütlich. Nichtsdestotrotz werden wir bald weiterfahren, also heute weiterfahren. Angel, weiß ich nicht, ob ich die nochmal reinschmeißen werde, habe ich gestern Abend nochmal probiert, kam natürlich nichts. Ist ein bisschen schwierig hier vielleicht auch. Auch den Angler, den wir hier getroffen haben, der hat auch gesagt, dass es hier schwierig ist, also egal. Vielleicht probieren wir es irgendwann anders nochmal. Mal gucken, wie weit wir heute fahren, vielleicht so 2 Stunden. Wir wollen halt Sonntag ungefähr dann in Deutschland sein. Das ist so der Plan. Dann fahren wir noch eine Woche in Deutschland rum. Erstmal ein bisschen Schwarzwald, dann Richtung Marburg und mal gucken, wie es dann mit dem Campen so wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt und ihr könnt es auch sein. Aber jetzt lassen wir es uns erstmal schmecken. Anna hat sich da kurzerhand irgendwie eine Suppenschüssel gebastelt aus dem Wrap und löffelt da jetzt raus mit einer Gabel. Ja, ist alles nach unten gerutscht, als ich gegessen habe. Naja, aber lecker ist es auf jeden Fall. Ich habe auch schon mehr gegessen. Meiner ist danach dran, denn wir haben keine sauberen Teller mehr und wir essen jetzt vom Kuchenblech. Ja. Deswegen wechseln wir uns ab, aber ist nicht so schlimm. Da kam gerade ein Franzose mit seinem Auto hintergefahren, also hierhin, und wir dachten schon, es wäre ein Angler. Er steigt aus und dann spricht er Französisch mit uns und ich dann wieder Je ne parle pas français, also ich spreche kein Französisch. Und dann hat er auf Englisch versucht zu sagen, dass er Kieselsteine sucht für sein Blumenbeet. War ganz witzig, die Situation. Haben wir ein bisschen mit Google Übersetzer versucht zu reden. Hat sich die Badestelle angeguckt, da sind nur so ganz kleine Steine, das ist ihm zu klein und dann ist er wieder abgedüst. Aber bisher alle echt camperfreundlich, genauso wie in Spanien eigentlich. Ja, ich glaube, in Deutschland wäre das nochmal anders. Im Prinzip ist es sowohl in Frankreich als auch in Spanien, genauso wie in Deutschland, verboten, wild zu campen, das, was wir hier machen. Aber die Einheimischen haben nichts dagegen, die Polizei hat nichts dagegen, beziehungsweise es wird einfach geduldet. Vor allem haben die Einheimischen nichts dagegen. Ich weiß nicht, teilweise in Deutschland habe ich das Gefühl, da wird immer direkt die Polizei gerufen, wenn man hier so am See steht und keine Ahnung. Aber da werden wir unsere Erfahrungen auf jeden Fall auch noch sammeln, damit man auch wirklich das gut vergleichen kann, weil wir waren jetzt nun mal die meiste Zeit im Ausland unterwegs. So, ihr seht den Müll, den wir letztens an der Badestelle eingesammelt haben, den haben wir immer noch nicht entsorgt bekommen. Wir haben immer gewartet, Mülleimer. Mist, haben wir jetzt nicht geschafft. Es wird schon noch einer kommen. Dann fährt man so an 5 Mülleimern vorbei, die man hätte nehmen können. Und jetzt hat man es letztendlich bis an den Platz geschleppt. Egal, werden wir noch entsorgen. Und was noch passieren wird, ich werde jetzt die Dusche voll machen, unsere Warmwasseranlage, die wir mit der Standheizung aufwärmen. Jetzt ist zwar die Sonne ein bisschen rausgekommen, aber es ist heute tatsächlich doch nicht ganz so warm wie gestern vermutet. Ich dachte eigentlich, es wird 30 Grad, aber da war wohl noch ein falscher Ort eingestellt. Und ja, deswegen ist heute eigentlich ein ganz guter Tag, um mal wieder warm zu duschen. Ist echt ein Luxus und wir freuen uns, das an Bord zu haben. Und deswegen wollen wir das auch mal wieder machen hier. Gut, also der Wassersack ist fast voll. Ich habe 15 Liter reingemacht, das sollte reichen für eine Dusche. Dann habe ich den Wärmetauscher hier angeschlossen. Dort ist der Auslass unserer Standheizung, dann kommt gleich die warme Luft raus. Die Schläuche sind alle verbunden. Hier unten ist eine Pumpe, das Wasser wird durchzirkuliert. Ich werde jetzt dieses Kabel hier an die Powerbank anschließen, dass die Pumpe laufen kann und dann innerhalb einer, ja, ungefähr 3/4 Stunde sollte das hier alles schön auf 40 Grad oder so sein. Vorher noch die Standheizung an. Haben wir lange nicht mehr angehabt. Dann wie gesagt der Stecker hier rein. Zack. Pumpe ist an. Und hier sollte hoffentlich gleich warme Luft rauskommen. Ja, fast nicht. Ich sag jetzt voraus, was ich hinsetze. Oh, Profi bin ich.
Ist warm. 40 Gut. Grad. Ja. 40. Das heißt, das Teil machen wir einfach aus. So. Die Standheizung kommt auch aus. Und dann macht man die Teile hier einfach wieder ab. Da ist jetzt vermutlich noch ein bisschen Wasser drin. Also lässt man die am besten. Auf die Füße. Oh, heiß! Ah. Ah. Ui, ich hab okay. doch gesagt, es ist so heiß. Ja. Nein, das ist ja nur das Wasser, was direkt aus dem Wärmetauscher gerade kam. Ja, okay. Okay. Schöne Wasser. Fast genug Wasser. Dann können wir den Sack hier nehmen. Oh, oh. Und ein Kabel. Das zweite Kabel ist nämlich für die Dusche. Und dafür brauchen wir die Powerbank auch. Vielleicht kannst du sie nehmen. Oder die Timelapse-Stoffe nehmen. Timelapse. Es ist keine an, Max. Was? Es war keine Timelapse an. Wirklich? Wirklich jetzt? Hast du es vergessen? Nein. Natürlich nicht. Ich würde das nie vergessen. Och, ich Idiot. Du hast keine angemacht. Naja, gut, auf der Timelapse hätte man jetzt eh nicht so viel sehen können, außer wie halt der Temperaturzeiger Zeiger unten. Ach, Manu, egal. Hier, zeig nochmal die Temperatur, damit die Leute es nochmal sehen. Hier, 40 Grad. Farblich gut markiert, 40 Grad. Och, und Mann. Es ist schon sehr heiß. Mist. Okay, wir haben alles aufgebaut. Den Sack habe ich ein bisschen höher gestellt, damit die Pumpe nicht noch doller gegen die Schwerkraft arbeiten muss. Die Dusche schließt man dann einfach auch hier unten an, dort wo der Wärmetauscher gerade dran war. Das ist der gleiche Motor. Habe ich wieder hier an die Powerbank angeschlossen. Und dann wird Anna jetzt hier noch ein bisschen mit unserem ökologischen Shampoo, was übrigens immer noch nicht leer ist, hatten wir die ganze Reise mit. Duschen ist alles übrigens in der Beschreibung verlinkt. Und ja, sollte klappen, oder? Probier mal. Und ist es nicht zu heiß? Jetzt schön. Jetzt ist es heiß, sagst du? Okay. Oh, okay, jetzt sieht's selber. Na dann, viel Spaß. Danke. Und, wie fandst du es? Super schön. Ja? Ja. Auch wenn die Sonne jetzt rauskam? Ja, war damit noch schöner. Ach so. Weil dann wurde einem nicht kalt geschnitten. Schön. Ja. Sehr gut. Und haben 15 Liter gereicht? Gerade so. Nein, easy gereicht. Die Schnaken, die hier wohnen, die sind echt witzig. Die hängen sich immer irgendwo ran mit zwei Beinen und dann hängen die da und dann chillen die da. Und erst wenn man sie wegscheucht, dann fliegen sie weg. Und apropos Viehzeug, da haben wir aktuell einen ganzen Zoo hier drin. Da haben wir auch die Scheiben komplett offen. Also die fliegen nicht raus. Wenn man so macht. Was dann? Bewegen sie sich nicht. Oder die ganzen Käfer fallen alle runter. Achso. Und die fliegen bum, bum, bum. Ja, das ist halt hell für die, ne? Die denken, da geht's raus und dann geht's halt doch nicht raus und dann fühlen sie sich irgendwie doch wohl. Jedenfalls werden wir jetzt alles zusammenpacken und dann weiterfahren. Wir haben aber noch keine Ahnung, wohin. Nee. Und wie lange? Wahrscheinlich nicht so lange, vielleicht 2 Stunden oder so, oder? Nicht mal wahrscheinlich. Nicht mal? Anderthalb. Eine Stunde. Anderthalb. Mal okay, mal schauen. Wer hätte das gedacht, hier direkt am Platz plötzlich ein... Oh, die Tür ist noch offen. Egal, ich kann es von hier aus vielleicht machen. Nee, ich hab auch. Wer hätte das gedacht, direkt an dem Platz hier ein Mülleimer, wo wir fast nicht dran vorbei hätten fahren können. Super klasse, auf geht's. So, wir haben keine Lust weiterzufahren, stehen jetzt hier auf einem, naja, es war mal ein Weg, aber hier direkt ist noch ein kleines Restaurant, wo wir jetzt was essen gehen werden. Ja, sofern es ein cooles Restaurant ist, wenn nicht, dann fahren wir wahrscheinlich doch noch ein bisschen weiter. Aber gucken wir uns das Ganze mal an, denn wir haben Lust, essen zu gehen heute. Kann man ja auch mal wieder machen, finde ich. Mal gucken, was es so gibt. Ich sehe gar nichts. Ja, wie leuchtest du denn auch? Na, auf mich? Achso, du machst ein Video. Ja. So, wir haben schön gegessen und versuchen jetzt irgendwie den Rückweg wieder anzutreten zum Auto. Sind nur, weiß ich, gefühlte 25 Meter. Das Essen war gut. Wir hatten zwar ein bisschen Schwierigkeiten, irgendwas zu finden für uns, weil, naja, die ganze Hauptspeisekarte war halt komplett mit Fleisch. Letztendlich wurden es dann 2 Pizzen. Bei einer war ein bisschen Lachs drauf. Naja,
war ein bisschen schwierig mit der Übersetzung, ehrlich gesagt. Aber letztendlich hat trotzdem beides gut geschmeckt. Das ist die Hauptsache. Wir haben uns auch eine Flasche Wein geteilt. Jetzt mal Premiere, weil wir sind eigentlich nicht so die Weintrinker. Generell trinken wir eigentlich nicht so viel Alkohol. Vor allem nicht, wenn man halt zu zweit unterwegs ist. Das ist ja, keine Ahnung, im Urlaub kann ich das verstehen, wenn man irgendwie jeden Abend mal so ein Bierchen trinkt. Aber wenn man das die ganze Zeit im Bus macht, dann wäre es irgendwie auch schon ein bisschen viel. Deswegen machen wir das gar nicht so häufig. Ja, aber eine Flasche Wein haben wir uns mal gegönnt. War irgendwie ein Wein aus der Region, war ganz interessant, aber wir haben absolut keine Ahnung von Wein, deswegen können wir dazu auch nicht so viel sagen. Gleich sollten wir am Bus sein. Der steht natürlich noch da. Er ist auch gut versteckt. Und dann werden wir schlafen gehen. Und wir sehen uns morgen, würde ich sagen. Wir fahren morgen eigentlich direkt weiter, weil der Platz ist jetzt hier nichts Besonderes. Also ja, nichts zum hier länger verweilen auf jeden Fall. Gute Nacht. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, wir mussten rückwärts wieder raus aus unserem Stellplatz, sage ich mal, für die Nacht. Wir haben aber gut geschlafen. Die Autobahn war zwar in der Nähe, man hat die Autos mal ein bisschen gehört im Hintergrund, aber es war nicht so schlimm. Hier links, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, ne, ich auch nur heute Morgen. Aber ja, was ich noch sagen wollte, wenn man rückwärts fährt, wie gerade eben, dann kann man nicht die Kamera anmachen, also die Rückfahrkamera, weil, was ist das denn für ein Feedback? Nö, voll gesprungen. Geh rein, auf dein Bein. Oh, was ist das denn? So. Weil er die ganze Zeit in City Notbremsung einleiten wollen würde, wenn da ein Grashalm im Weg ist und wenn da Gras hinten ist, dann erstens piept er die ganze Zeit und zweitens, er macht dann halt auch wirklich mal eine Vollbremsung. Wenn da nichts, auch wenn da nichts Großes ist, auch wenn da nur ein bisschen Rasen ist, aber ja, deswegen ohne Rückfahrkamera und ohne Rückspiegel hier, also nur mit den Außenspiegeln. Ich habe nur so rechts und links irgendwo geguckt, ja, wo war unsere Spur von gestern? Dann hat es einigermaßen funktioniert. Also ich bin ja anscheinend nirgendwo rangekommen. Guck mal, da ist ein Reiher, oder? Der steht da, als wäre er bestellt und nicht abgeholt. Mhm. Egal, wir werden jetzt wieder ein bisschen fahren zum neuen Stellplatz und dann da auch wieder eine Nacht verbringen. Oder zwei Nächte? Vielleicht zwei Nächte so. Ich glaube sogar zwei Nächte. Ja. Aber werden wir dann sehen. Also, wir haben jetzt noch kurz einen Zwischenstopp gemacht und zwar gehe ich nochmal einkaufen. Max ist im Auto geblieben, der macht noch das Video fertig für Freitag, also für vergangenen Freitag. Und ich werde jetzt nochmal ein paar Sachen holen wie Wasser und so Lebensmittelgrundlagen, also keine Ahnung, Nudeln oder sowas, damit wir in Deutschland dann nicht direkt wieder einkaufen gehen müssen, sondern hier, wo es vielleicht noch ein bisschen günstiger ist in Frankreich. So, der Einkauf ist fertig, ist mehr als gedacht. Ich habe auch ein bisschen mehr Öl gekauft, weil ich halt weiß, dass in Deutschland das derzeit sehr teuer ist. Und deswegen dachte ich mir, ich bringe ein bisschen was mit. Ich gehe zurück zum Auto und dann geht es weiter an den Stellplatz. Leute, wir sind gerade wirklich am Verzweifeln, weil wir sind jetzt relativ dicht an der Grenze zu Deutschland und wir finden einfach keine schönen Plätze mehr. Wir sind gerade an einem See gewesen, der sah aber nicht so schön aus. Es war eher so ein Tümpel, total braun. Also wir wollen halt irgendwo gerne sein, wenigstens in der Nähe sein, wo man, ich weiß nicht, baden gehen kann, weil draußen sind jetzt, also hier steht 35 Grad, ich denke mal, es sind 30 Grad im Schatten. Wir stehen gerade halt voll in der prallen Sonne und versuchen irgendwie einen Parkplatz zu finden.
irgendwie über Google Maps oder so, aber es ist echt schwierig. Wir wissen ehrlich gesagt nicht und wir wollen jetzt auch nicht nochmal 2 Stunden Umweg irgendwie in die andere Richtung fahren für einen guten Platz. Schwierig gerade, ist echt, echt schwierig. Wir berichten, falls wir einen gefunden haben. Wir können es kaum fassen, wir haben tatsächlich ein gutes Plätzchen gefunden und zwar an einem Fluss, der tatsächlich ziemlich klar ist, wo wir auch baden werden drin. Und ja, an einer Zugbrücke. Wir wissen nicht, wie viele Züge hier langkommen, in welcher Frequenz. Wir hoffen nicht in so großer Frequenz, weil das könnte ziemlich laut werden. Wir sind sehr dicht dran, aber wir sind sehr zufrieden. Wir bleiben jetzt hier vermutlich 2 Nächte stehen und werden die Natur hier genießen, weil es hört sich auf jeden Fall gut an. Da hinten ist so eine Art Wasserfall. Vielleicht warten wir da mal hin. Mal gucken. Und wie findest du den Platz? Schön, ich habe so Hunger. Aber hast du gut gefunden? Also ja. Halb. Weil ich habe ihn allein gefunden. Letztendlich wolltest du ja in diesen Weg hier gar nicht reinfahren. Also haben wir gut zusammen hingekriegt, richtig? Ich habe ihn gefunden. Ja. Ja. Okay. Jetzt gibt's Essen. Was gibt's? Mein Baguette. Was gibt's? Mein Baguette. Dein Baguette? Ja. Hast du noch eins geholt beim... Hast du 2 geholt oder nur eins? Nur eins. Und das beanspruchst du für dich jetzt? Ja, weil du hattest auch schon Baguette heute Morgen. Das ist so gemein von dir mal wieder. Mmh. Oh, ich habe ein Papier abgebrochen. Das ist so typisch. Ja, das ist lecker wieder. Papier. Mmh. Mhm. Macht gut satt. Mhm. Okay, wir waren übrigens zwischendurch einkaufen. Fang mal einen Fisch. Ich muss erst mal gucken, ob ich hier angeln darf mit der Angelkarte. Ach, ja. Wenn nicht, wollte ich mir eine neue holen. Aber ihr seht, das ist fast runtergefallen. Anna war einkaufen zwischendurch. Habe ich ja gezeigt. Ach, hast du gezeigt? Wow. Ja, okay, cool. Bin gespannt, was sie uns so geschossen hat hier. War das letzte Mal einkaufen in Frankreich, ne? Das hier. Die haben Körner drin. Boah. Eine Special-Variante. Also, dass du immer noch Wraps essen kannst, also wirklich, das ist nicht schlecht. Das ist ja jetzt nicht für jetzt, das ist ja Vorrat. Ich habe auch hier Mais geholt und ich habe Salz geholt. Wir hatten kein Salz. Warte, wie viel Mais hast du geholt? 3 Packungen. Und okay. So, ja. Sehr schön. Ja. Und was gibt's jetzt? Jetzt gibt's Baguette. Richtig. Guten Appetit. Konditorei. Selbstgemachte Müsli-Riegel à la Anna. Oh oh. Hat man vielleicht letztens auf der Timelapse gesehen, falls sie nicht schon direkt ausgegangen ist, weil das Handy war leer. Zeig mal. Faktisch, der Kopf bräuchte ja. Nimm im Mund. Kau und hm. Mm. Ist jetzt nicht crunchy, aber lecker. Schmeckt doch, es gibt ja auch normale Müsli-Riegel, die halt so ein bisschen weicher sind. Cool. Mmh. Und so ohne Zucker, oder was? Nur mit Datteln. Und Agavendicksaft. Cool. Gut gemacht. Noch ein Stück. Bitte, 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 danke. Naja. Du hast ja zum Glück ein paar mehr gemacht. So. Ich habe meine Angelkarte aktualisiert für die Provinz hier. Und habe auch vorhin schon 2 ganz ordentlich große Flussbarsche gesehen. Mindestmaß ist hier auch 20 cm und deswegen versuchen wir das Ganze. Ich bin gar nicht mal so schlechter Dinge, ehrlich gesagt. Und ich hätte schon gern noch mal ein letztes Mal hier in Frankreich Fisch. Haben wir in Frankreich überhaupt schon Fisch gegessen? Ich weiß gar nicht. So einen französischen Fisch? Na, mal gucken. Ich sehe sie übrigens nicht mehr. Die waren genau da. Aber da hinten scheint es echt tief zu sein, als sogar eine Sprungbaumstelle zum Reinspringen. Dementsprechend denke ich, da wird es ja, tiefer sein. Vielleicht sind hier sogar größere Fische drin als 20 cm Barsche. Mal gucken.
Leute, ich glaube, wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar liegt hier direkt vor mir eine Granate im Wasser. Aus dem Zweiten Weltkrieg, denke ich. Durch meine, sag ich mal, durch meinen Zweitkanal, meine Hobbystar mit Metalldetektor, weiß ich genau, wie sowas aussieht. Ich habe den Führungsring erkannt und ich denke mal, das ist eine Panzergranate. Die sieht gar nicht mal klein aus. Bestimmt 10 cm oder so. Durchmesser. Boah, das ist nicht gut. Müssen wir den Café de Räumdienst hier in Frankreich rufen. Oder die Polizei halt. Die müssen das mitnehmen hier. Das ist nicht cool. Gerade hier ist direkt eine Badestelle, ne? Ich zeig's euch aber trotzdem mal ganz kurz. Ohne sie zu bewegen natürlich. Ich werde die GoPro mal unter Wasser machen. Halt einfach schwierig mit Munitionsfunden generell. Da liegen noch etliche 1000 Tonnen im Boden und das sind halt tickende Zeitbomben. Ne? Die sind teilweise sogar noch gefährlicher als damals. Und wenn die ein bisschen bewegt werden, da gibt es verschiedene Zünder und so, können die auch heute noch hochgehen nach 75 Jahren. Und deswegen wird sowas auf jeden Fall gemeldet. Man muss sich halt auch mal vorstellen, was passieren würde, wenn Kinder da jetzt baden gehen, was wahrscheinlich definitiv im Sommer vorkommen wird. Und was ist, wenn die das finden? So, weil für die sieht das aus wie, keine Ahnung, schön was Zylindrisches, schwer, aus Metall. Was kann das schon sein? Ich als Kind hätte mir da keine Gedanken drüber gemacht, hätte vermutlich auch damit gespielt. Und genau deswegen muss das definitiv geräumt werden. Es ist wahrscheinlich auch nicht das Beste für den Fluss, ehrlich gesagt. Irgendwann wird das Ding durchrosten. Ich weiß nicht genau, was da für Sprengstoff drin ist, aber gut, für die Umwelt ist das sicherlich auch nicht. Anna, wir haben ein Problem. Da hinten liegt eine Granate im Wasser. Panzergranate, so groß. Durchmesser 10 cm. Ich wollte mich gerade umziehen und baden sehen. Wir können auch noch mal vorher baden gehen, hier, aber nicht da hinten, bitte. Ja. Und dann rufen wir die Polizei. Die muss geräumt werden. Das ist direkt an der Badestelle. Ich bin da lang gegangen zum Angeln, hab so reingeguckt und denk mir, das sieht mir aus nach einem Führungsring. Und dann, ja, nicht gut. Okay, ja, wir können gerne erstmal baden gehen hier. Mir ist es auch ein bisschen warm, ehrlich gesagt. Französische Polizei, ne? Ja. Toll, das wird ja easy. Das wird easy, ja. J'ai trouvé un Granat. Übersetzer. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Über die Brücke ist gerade ein wahrscheinlich Einheimischer mit seinem Hund spazieren gegangen. Das scheint übrigens eine stillgelegte Bahnstrecke zu sein. Das ist ganz gut für die Nacht auf jeden Fall. Auf jeden Fall werde ich versuchen, den mal zu erwischen. Denn vielleicht können er besser die Polizei rufen. Man weiß besser, an wen man sich genau richtet. Ich habe jetzt kurz gegoogelt und ich glaube, man ruft da die Gendarmerie an. In Frankreich gibt es halt drei verschiedene Polizeiarten. Und deswegen ist das alles nicht so ganz leicht. Und vor allem sind wir hier mitten im Nix. Ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll und vor allem wie. Ich glaube, hier kann man hochgehen. Ah, hier ist sogar eine Treppe. Une bombe, j'ai trouvé une gendarmerie. Ja? Okay. Merci. Non, mais nicht. Au revoir. Ja, also weitergeholfen hat der mir jetzt nicht wirklich. Er hat irgendwie nicht so viel gesagt. Wahrscheinlich hat er mich nicht verstanden. Auf jeden Fall meinte, also ich glaube, er meinte auch, dass man da die Gendarmerie ruft. Werden wir tun. Problem ist nur, was sagt man, wo wir sind? Vielleicht kommt man da oben auf die Brücke von der anderen Seite ran. Das wäre dann natürlich... Genau, das gucke ich gleich nochmal. Aber vorher gehen wir echt mal ins Wasser. Das ist so warm heute. Okay, kurz abgekühlt. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Und zwar haben wir uns gerade im Wasser überlegt, dass es am meisten Sinn macht, wenn wir über die Brücke... Hoffentlich kann man da rübergehen, so wie der Mann, den wir da gesehen haben gerade. Da ist nämlich irgendwie ein Restaurant oder so und dann rufen wir von dort an und warten, bis dort die Polizei hinkommt. Dann gehen wir mit der Polizei dorthin, weil beim besten Willen, das kriege ich nicht kommuniziert, wo die hier hinkommen müssen, so, das wird nichts. Deswegen probieren wir das Ganze mal und dann rufen wir da mal an. Da ist die Treppe und da geht's hoch auf die Brücke. Ich hoffe, dass die nicht mehr in Benutzung ist, ehrlich gesagt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber guck mal. Aber warum geht er dann hier wandern? Ich weiß nicht, warum der alte Mann hier mit seinem Hund Gassi gegangen ist gerade. Aber da steht auch irgendwas.
Das sieht nicht gut aus. Also wir haben das gerade mal übersetzt und das heißt irgendwie, Achtung, schmale Brücken verboten zu, das hat er dann nicht passieren richtig übersetzt. Passieren wahrscheinlich? Passieren, wenn ein Zug anwesend ist. Also en Präsenz heißt in Anwesenheit eines Zuges. Deswegen rennen wir jetzt rüber. Ja. Oh Mann, das ist, ich weiß nicht, das ist dumm. Das werdet ihr sicherlich auch sagen. Oh, das ist glaube ich auch echt dünn. Tritt mal nicht auf die... Auf die Scharniere. Immer. Ja. Ey, wir jetzt hier durch? Guck mal, das ist teilweise schon durchgerostet hier. Was? Das ist wirklich durchgerostet. Ich habe Angst. Achso, ja. Immer auf die Scharniere treten. Oder hier an der Seite lang laufen. Guck mal, da ist gerostet. Oh, ja. Ich habe Angst. Das ist wie in so einem Film. Mann, der alte Mann ist hier mit seinem Hund rüber, als wäre nichts... Der kommt ja von hier, der wird das schon wissen. Hey, was ist das denn hier? Ich denke, das ist irgendwie für kleine, wie heißen die Dinger? Dresin? Ah, Dresin? Dresin. Ist das nicht sowas sogar? Oh Mann, was machen wir hier schon wieder? Guck mal, das sind wie so Fahrräder. Also nicht so klassische Dresin, sondern, oh. Ja, was weiß ich. Was? Das Holz ist schon weggeknackt und so. Oh Mann. Warte mal. Wollen wir lieber in der Mitte lang gehen? Weiß. Ja, ich glaube, ich gehe lieber in der Mitte lang. Halt, guck dir das mal an hier. Ja, toll. Ja, wenn du da mit dem Bein zwischensteckst, musst du auch nicht tief fallen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ich habe eine Granate gefunden, dort im Fluss. Ja. Und wir wollen die Polizei rufen, damit die weggeräumt wird. Wollten fragen, ruft man da die Gendarmerie an? Ja. Okay. Oder Sie können es doch sicherlich Französisch, oder? Ja. Könnten Sie die Polizei hierher anrufen? Das mache ich. Also, die ist, wenn man hier über die Brücke, also an der zweiten Brücke, links von der zweiten Brücke. Ich hatte kein Problem. Danke. Vielen Dank. Ja. Ja, die ist nicht vergraben. Die liegt im Wasser. Nous sommes d'Allemagne. Palais français difficile. Voll. Ja. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Okay. Wir haben. Fünf bis zehn Minuten. Man kann hier rüberlaufen über die Brücke. Die Brücke gelaufen. Wir können mit Auto gehen oder nicht? Mit Auto hinten rum. 16 Minuten. 16 Minuten en voiture. 5 Minuten zu Fuß. Zu Fuß. Aber wir gehen mit Fuß. Okay. We come back. Yeah? Yeah. No problem. Merci. Ja. Wir sind hier rübergegangen. Für Foto in Video? Ja. Passen auf, hein? Ja. Que vous, ça parlera plus que moi. Est-ce que c'est possible? Bah oui, bah justement, c'est ça. Bah voilà. Bah, je suis en train de. Ok, vielen Dank. Gerne. Sie kommen nicht jetzt, ok? Ja. Morgen oder? Ich weiß nicht. Ja. Sie haben viel Arbeit. Ja. Okay. Ja. Sie können. Ich will, dass Sie nicht gehen nicht la. Okay. Ja. Bitte, Madame. Hier, ja. Sie haben niemand gesehen. Laufen diese. Nein. Okay. Normal. Wenn Sie machen etwas. Dann warnen. Näher. Ja. Näher. Sie sagen, okay, nicht gut. Ja. Aber ich kann nicht dich sagen, dass
du aufpassen, ja, dass du musst das machen, verstehen Sie? Okay. Okay? Ja. Wenn Sie wollen, okay? Ja. Okay, ja. Sie haben eine gute Reaktion gehabt, aber alle Personen, meine Meinung, sie machen nicht das, wie Sie. Okay. Können Sie gut sprechen? Ja, ja, gut. Ja. Okay. Sehr gut. Okay. Vielen Dank für alles. Gerne. Und vielleicht morgen, aber okay, ich meine auch nicht. Okay. Danke schön. Merci beaucoup. Au revoir. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Okay, ihr habt's vielleicht mitbekommen. Die Polizisten waren sehr dankbar, dass wir es gemeldet haben. Er war sich am Anfang nicht ganz sicher, ob es eine war. Er ist auch kein Fachmann, er ist ja bei der Polizei und nicht bei der Kampfhüttebeseitigung. Da habe ich ihn aber auf den Granatenführungsring aufmerksam gemacht, der hinten halt drumrum ist, dieses Band. Der ist dafür da, dass wenn so ein Teil aus einer Kanone kommt oder so, dass da nochmal Pressdruck entsteht und das Ding nochmal so ein bisschen in Rotation versetzt wird, weil letztendlich, wenn man die dann findet oder so, wie sie jetzt da war, sind da so kleine Riffeln drin. So, dadurch wird das Ding in Rotation versetzt und ja, deswegen war ich mir auch so sicher, dass es auf jeden Fall eine ist. Er hat es letztendlich auch bestätigt bekommen, hat die Dinger durchgeschickt und hat aber auch gemeint, dass die Kampfhüttebeseitigung jetzt vermutlich ein paar Tage braucht, um hierher zu kommen. Es hat halt nicht oberste Priorität, weil das hier am A der Welt ist. Kann ich auch irgendwo verstehen. Er hat aber auch gesagt, wir sollen da jetzt nicht mehr hingehen und können auch mal ein Auge drauf werfen, dass da eventuell keiner hingeht mehr. Er kann uns das ja nicht vorschreiben. Er hat betont, dass wir nicht dafür zuständig sind. Genau, er hat gesagt, ihr seid nicht dafür zuständig, aber ihr könnt ja mal gucken, wenn da jemand hinkommt, dass er da nicht vielleicht rangeht. Ja. Letztendlich sind wir aber erleichtert auf jeden Fall, das jetzt gemeldet zu haben. Und muss auch sagen, das war, also sie waren wirklich dankbar. Also er hat wirklich öfter nochmal Danke gesagt und dass wir das Richtige gemacht haben. Und das ist einfach immer eine schöne Bestätigung, dass man dann wirklich das Richtige gemacht hat und die nicht genervt sind von wegen, ah, jetzt hier um 18.30 Uhr nochmal irgendwo hin und so auf dem Freitagabend. Ja, letztendlich. Und er hat Deutsch gesprochen ein bisschen. Ja, stimmt. Wir hatten übelst Glück, dass er sich auf Deutsch verständigen konnte, weil sonst hätte man echt ein Problem gehabt. Und der Gastwirt, der oben am Restaurant, der konnte auch Deutsch. Oh, und zwar richtig gut. Also der kommt aus Deutschland. Ja, ich glaube, der konnte auch Deutsch. Wir haben dann natürlich erstmal auch Wasser umsonst bekommen. Stimmt. So, deswegen müssen wir gleich nochmal zurück. Wir gehen auf jeden Fall nochmal hin. Und ich denke, wir werden heute auch nochmal essen gehen, ehrlich gesagt. Einfach als Dank. Einfach als Dankeschön, weil ja, der Koch hat uns die Polizei gerufen. Der Eigentümer hat das alles kommuniziert. Da hat den Dolmetscher gemacht. Also es ist einfach glatt gelaufen. Wir haben Glück gehabt. Und auch Glück, dass die einfach meinten, ah, ihr steht bis morgen hier. Das ist ja okay, gut. Ja. Ich habe am Anfang nicht, also er hat von Anfang an gefragt, ah, ihr steht hier, wie lange steht ihr hier und seit wann steht ihr hier? Wir so, seit heute und vermutlich bis morgen. Vielleicht auch bis übermorgen. Er so, ah, okay. Er wollte es einfach nur wissen, dass wir vielleicht doch ein Auge drauf haben können, dass da jetzt keine Kinder spielen oder sonst genau was. Genau, er meinte, falls wir sehen, dass jemand in die Nähe kommt, können wir gern warnen. Aber wir sollen auch nicht darauf hinweisen, wenn jemand hier in der Nähe ist. Genau, damit wir keinen Verrückten machen und damit wir keine Verrückten anlocken, die das Ding irgendwie nach Hause schleppen. Genau. So, ja, letztendlich haben sie nichts dagegen, dass wir hier campen. Das ist gut und ja, ich würde sagen, wir machen uns fertig, ziehen mir ein trockenes T-Shirt an, weil ich müsste noch mal ein bisschen reinklettern, um Fotos zu machen, beziehungsweise Videos unter Wasser, wovon ich Screenshots machen kann. Ja, und wir gucken mal, was es da so gibt. Das ist ein niedliches Restaurant und ich finde, das ist ein guter Abschluss für heute auf die Aufregung. Auch wenn wir gestern schon essen waren, das ist Verwöhnungssache auf jeden Fall. Wir sind auch glücklich, dass wir das mal machen können hier. Aber das Restaurant, ich sage es dir ehrlich, das sieht cool aus. Ja, vor allem einfach auch als Dank so. Also sie haben nicht, sie meinten, ja, wollt ihr was trinken? Ein Bier, eine Sprite, eine Cola, also umsonst. Genau, also sie haben uns einfach Wasser angeboten, obwohl die noch nicht mal offen hatten. Genau. Oder generell Getränke angeboten. Und wir haben jeder einen Schluck gemacht und dann kam die Polizei schon. Die waren innerhalb von 5 Minuten da. Wir saßen drin, haben das Wasser gekriegt, einen Schluck gemacht und die Polizei war da. Ja. Genau, und deswegen gehen wir da jetzt hin und trinken. Ja, und trinken erstmal unser Wasser aus, würde ich sagen. So, wir sind fertig mit dem Essen. Wie hat sie geschmeckt? Lecker. War wirklich gut. Wir hatten zwar wieder nicht die große Auswahl, wir haben auch leider am Anfang eine Pastete mit, ich glaube, Schweinefleisch serviert bekommen. Wir mussten das dann leider ablehnen, aber insgesamt hat es wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Also wir bereuen es auf keinen Fall, da jetzt nochmal essen gegangen zu sein. Und tatsächlich, obwohl die einzelnen Gerichte teurer waren, war es günstiger als gestern. Es liegt wahrscheinlich auch an der Flasche Wein, die wir gestern hatten und heute nicht. Und an der Nachspeise, die wir gestern hatten und heute nicht. Aber insgesamt fühle ich mich heute besser als gestern nach dem Essen. Weil gestern, da waren wir schon richtig... Boah, da war hat gespannt, sag ich mal so, am Bauch. Also gestern war wirklich sehr voll. Heute war richtig optimal. Und wir gehen jetzt schön im Bus
Und dann werden wir seit langem mal wieder eine Folge unserer Serie gucken, die wir immer noch nicht fertig haben. Wer hätte das gedacht? 6 Monate sind wir unterwegs und wir schaffen es nicht, eine Serie komplett zu Ende zu gucken. Egal, jetzt haben wir wieder ein bisschen Internet. Nächste Woche sind wir in Deutschland, da habe ich endlich wieder Unlimited. Das heißt, wir können jetzt schön Internet aufbrauchen. Mal gucken, ob morgen der Kampf für den Räumdienst vorbeikommt, während ich das Video schneide. Ich bin gespannt. Er hat aber auch gesagt, es könnte auch sein, dass sie erst Montag oder Dienstag kommen. Je nachdem, was sie zu tun haben. Naja. Ja, aber was ist das? Boah, eine Forelle. Warte, pass hier rüber. Eine Bachforelle. Oh, nein, nein, nein. Wow. Oh. Was? Sind die Punkte normal oder ist das eine Krankheit? Nein, ist normal. Okay. Die sind sogar schön so. Oh, wow. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß ehrlich gesagt das Mindestmaß von der Bachforelle gerade nicht. Soll ich schnell recherchieren? Nee, ich glaube, wir lassen sie frei. Die ist so schön, guck mal. Die ist echt schön. Alter, eine Bachforelle. Wow. Okay, tschüss, kleines Forelli. Schwimmen. Wie leise haben sie wegschwimmt. Oh. Dankeschön. Alter, eine Bachforelle. Ich konnte es natürlich nicht lassen, nochmal die Angel reinzuschmeißen. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so eine Forelle rumschwimmt, ehrlich nicht. Ich habe ja vorhin die paar kleinen Barsche gesehen und dachte, das ist das Maximum für das Gewässer, weil es ist so tief hier. Ja. Boah, der war so schön, der Fisch. Ja. Oh, schmeckt bestimmt auch gut. Ich hätte es nicht gedacht, ich habe den reingeworfen. Ja. Und dann plötzlich so ein doller Biss, ich war ganz erschrocken. Vor allem, du kommst hierher wieder. Ja, ich war erst drüben, komm her, erster Wurf hier rein. Zack. Das ist verrückt. Leute. Sie war dir richtig dankbar, sie ist ganz langsam weggeschwommen. Ja. Ich glaube, ich google mal, bevor ich den nächsten Wurf mache, google ich mal kurz das Mindestmaß von der Bachforelle. Ja. Aber vielleicht essen wir doch mal eine. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon am Frühstücken, aber Anna war heute schon richtig, richtig fleißig. Die hat das Video schon sehr gut vorgeschnitten. Jetzt bin ich dran, habe mir da hinten wieder meinen Stehtisch am Kofferraum auf der Liegefläche aufgebaut. Und ja, wie war die Nacht? Es hat gewittert, ziemlich doll geregnet. Warte, hast du es nicht mitgekriegt? Es hat richtig doll geblitzt und doll gedonnert, aber es war ehrlich gesagt schön. Es hat sehr doll geregnet. Das hat Anna zumindest mitbekommen. Okay, ich dachte, das kann man eigentlich gar nicht mitbekommen haben. Egal, wir haben uns jetzt hier ein bisschen Frühstückscreme gemacht, haben noch etwas Baguette übrig. Ansonsten ist heute der letzte Tag dieses Videos. Wir gucken mal, ob der Kampf für den Räumdienst heute vorbeischneit. Wer weiß, vielleicht haben sie ja doch nicht so viel zu tun. Ansonsten, ja, kein Zug kam, also ist es wirklich eine stillgelegte Brücke offensichtlich. Und ja, die Nacht war ansonsten sehr, sehr angenehm. Obwohl, es war gestern doch sehr warm abends. Das hätten wir gar nicht gedacht. Aber dann ist es irgendwann runtergekühlt. Aha, da kommt doch der Zug. Freunde, das letzte Speisengericht. Speisengericht für diese Woche. Ich habe wieder einen Instagram-Namen im Kopf gehabt. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Was ist das? Eine Pilze, Sahne, Käsesoße? Ja. Sehr schön. Es riecht sehr gut. Ich habe noch nicht gekostet. Du auch nicht? Doch. Schmeckt gut? Mhm. Schön. Na dann. Guten Appetit. Witzig, ich habe gerade zwei Jugendliche gewarnt, dass sie da hinten nicht unbedingt schwimmen sollten, dort wo genau die Granate liegt. Die eine konnte zum Glück ein bisschen Englisch, das heißt, sie wissen es jetzt und sie haben auch gesagt, sie sind da öfter schwimmen, also gut, dass wir es denen gesagt haben. Ja, und dann haben sie sogar gefragt, ob wir einen YouTube-Kanal haben, weil sie mich hier haben hinten stehen sehen und das Video schneiden. Und jetzt haben wir zwei neue Abonnenten. Das ist doch ganz cool. Okay, ein bisschen brauche ich noch. Es ist jetzt 15.20 Uhr. Ich denke mal, vielleicht in so 3, 4, 5 Stunden ist das Ding endlich fertig und dann werde ich nochmal die Angel reinschmeißen, aber das werden wir dann eventuell im nächsten Video nochmal zeigen. Also, so liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir werden das Ganze hier jetzt abmoderieren. Das Video ist demnächst fertig und ja, ich werde heute Abend, wie gesagt, nochmal die Angel reinschmeißen. Das seht ihr dann alles im nächsten Video. Nichtsdestotrotz hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Wir sind insgesamt, ich glaube, die Woche 1000 Kilometer gefahren, einmal komplett durch Frankreich durch. Wir haben ganz, ganz unten an den Pyrenäen gestartet, oder südlich besser gesagt. Jetzt sind wir ganz nördlich in Frankreich. Nein, sind wir nicht.
aber kurz vor der Grenze zu Deutschland, so viel können wir sagen. Ja, werden auch morgen rüberfahren und dann wird es noch eine Woche geben, in der wir in Deutschland rumfahren. Und dann war es das langsam erstmal mit unserer ersten Europatour. Wir hoffen sehr, bisher hat sie euch sehr gut gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, würde uns natürlich sehr, sehr unterstützen. Ein Abo für diesen Kanal ist selbstverständlich kostenlos. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch unterstützen wollt, schaut gerne mal im Shop vorbei. Da gibt es nämlich ja. T-Shirts. Was gibt's noch? Besteck. Lange Reisenbesteck und Pullis. Genau. Richtig. Vielleicht kommt demnächst auch nochmal was Neues. Aber da müssen wir nochmal ein bisschen auf die Suche gehen, damit es auch was Schönes wird. Okay, Freunde, in dem Sinne, wir wünschen euch einen wunderschönen Restsonntagabend. Wir hoffen, dieses Video wird pünktlich kommen. Diesmal, diesmal kommt es wieder pünktlich um 18 Uhr. Genauso wie nächsten Sonntag, ebenfalls um 18 Uhr. Also gerne wieder einschalten. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Schöne Woche. Schöne Woche.